Aloha und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Mass Effect 3. Nachdem wir nun 4 spannende Folgen oder auch weniger spannende, eher fehlhafte Folgen Multiplayer hinter uns haben, habe ich noch ein paar Tage jetzt ja einfach mal offline für mich Multiplayer gespielt. Ich habe jetzt zuletzt einen N7 Paladin-Wächter gespielt. Moment, ich muss mal kurz abhusten, gleich am Anfang hier. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe einen N7 Paladin-Wächter gespielt. Ich habe jetzt mehrere Charaktere. Ich habe einen Soldaten gespielt. Den Infiltrator, den wir in den ersten 4 Folgen gespielt haben, der ist mittlerweile auf Stufe 20, Maximalstufe und so weiter und so fort. Also ich habe jetzt 100% Bereitschaftswertung erzielt. Hatte das die letzten Tage schon mal, das ist dann wieder gesunken. Aber schauen wir doch mal hier, was das Kriegsterminal sagt. Benutzen. Ja, hier, guckt mal, 100% Bereitschaftswertung, das heißt, wir haben eine gesamte militärische Stärke von 4881 und die steht uns auch effektiv zur Verfügung. Also ich würde sagen, das sollte auf jeden Fall für die nächste Zeit dann doch reichen, würde ich sagen. Ja, und vielleicht, kommt drauf an, wie ihr das wollt, würde ich nach dem Mass Effect Let's Play, wenn wir das jetzt mal demnächst beendet haben, dann nochmal offline ein bisschen Multiplayer spielen. Wer will, kann mich an Origin adden, da heiße ich übrigens auch Kelturio, da kann man vielleicht auch mal gemeinsam eine Runde Mass Effect 3 Multiplayer spielen. Das Ganze werde ich dann nicht mehr aufnehmen, aber... Also jetzt nicht direkt als Let's Play aufnehmen mit Kommentation, aber vielleicht nehme ich mal das ein oder andere Video Mass Effect Multiplayer auf, tu das dann nachsynchronisieren als Art Commentary, sag ich mal. Und ja, dann kann man sich einfach besser konzentrieren im Multiplayer und dann habt ihr vielleicht auch was Spannenderes zu sehen. So, jedoch erstmal schauen. Jetzt haben wir hier erst einmal zu tun. Wir sollten doch hier als letztes mit General Hackett sprechen, oder nicht? Der hat doch gesagt, sind Sie bereit, Shepard? Da waren wir noch nicht bereit, aber jetzt wäre ich eigentlich schon bereit für die letzte Missionen hier sozusagen. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin, frage ich mich. Naja, gehen wir halt einfach mal hier die Tür hinaus und schauen mal, was uns jetzt hier erwartet. Irgendwo müssen wir ja hin können. Ja. Was ist mit mir? Habt ihr ein Problem mit mir? Wollt ihr auf die Fresse oder was? Eieiei. So, Nachrichten haben wir. Nachrichten. Gucken wir mal ins Nachrichtenterminal. Da ist alles gelesen, also nichts Neues. Beenden. Gucken wir mal in die Galaxiekarte rein. Vielleicht finden wir da ja etwas Neues. Was wir jetzt demnächst machen können. Kronos-Station, Basis des Unbekannten angreifen. Ja, ich würde sagen, das könnten wir eigentlich demnächst jetzt machen, die Basis angreifen. So, Kronos-Station andocken. Da bin ich ja gespannt. Commander, wollen Sie wirklich mit der Flotte die Cerberus-Zentrale angreifen? Ja, wir greifen jetzt an. Ich würde sagen, wir sind jetzt soweit. Die Reaper und Cerberus haben angefangen und wir beenden es jetzt. Ich mobilisiere die Flotten. Gut, Hackett. Dann mobilisiere die Flotten. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe sie nicht gefunden. Hat Edie nichts gesagt? Sie respektiert Privatsphäre. Ich nicht. Was machen Sie da? Ich dachte, er hätte beim letzten Kampf einen Riss bekommen. War doch nur ein Streifschuss. Fühlen Sie sich bereit, Shepard? Ja, aber wie sieht's denn mit Ihnen aus, Liera? Sie zuerst. Ha, unfair. Ich will, dass dieser Krieg endet, solange noch eine Galaxie zum Retten da ist. Und alle zählen auf Sie, dass Sie das erledigen. Ein überwältigender Druck. Ja, es kann auf jeden Fall losgehen. Oder ich bin nicht sicher. Wie kann man sich für so etwas bereit machen? Man überredet und droht und opfert alles, bis die Galaxie erkennt, dass sie dieser Person besser folgen sollte. Glauben Sie? Für mich besteht kein Zweifel.
Hey, sag mal. Ein einzelnes Schiff könnte sich da oben leicht verirren, nicht wahr? Ja, könnte es. Und einen weit entfernten Ort finden, wo man sein Leben verbringen könnte. In Frieden. Und Glück. Eieiei, der Shepard. Ich bin glücklich hier mit Ihnen. An keinem Ort wäre ich jetzt lieber. Ich auch nicht. Eieiei, zuerst Ashley, dann Miranda und jetzt im dritten Teil, ja, da kann man ich sich mal... Ich dachte schon, wir kommen nie zusammen. Da kann man sich mal Liara bieten. Mir viel. Mir auch. Lass uns Spaß haben. Lockt da etwa eine besondere Nacht? Das ist der Plan. Eieiei. Oh, jetzt... Oh, der Shepard, der ist aber muskulös gebaut. Und Liara kommt nackt zu Shepard mit ihren biotischen Osmosen-Theorien hier. Eieiei, dieser Shepard aber auch. Nanu, schon wieder dieses Kind. Warte, wir kommen nicht so schnell, mein Freund. Mach mal langsam. Ich bin nicht so schnell auf meinem Knoggers. Sehr merkwürdiger Traum. Wow. Schlafstörung? Es ist fast soweit. Schon? Hoffentlich sind alle bereit. Da besteht kein Grund zur Sorge. Alle sind mobilisiert. Die Reaper kriegen keine Chance mehr, uns zu trennen. Diesmal folgt die Galaxie unserem Beispiel. Boah, jetzt hört ihr das im Hintergrund hier. Die bohren hier schon wieder. Das kotzt mich an hier. Oh Mann, das, sowas ist nervig natürlich dann, wenn sowas mitten in der Aufnahme passiert. Ich werde gleich runtergehen und mich beschweren. Hier, Leute, da, ihr hängt alles von mir ab. Ihr macht mein ganzes Geschäft kaputt hier. Das gibt's doch nicht. Und wie ewig die bohren, das gibt's gar nicht. Ja, mal kurz warten. Ja, jetzt hat's aufgehört. Eieiei, das sind doch Spackos hier. Das kann man echt nicht anders sagen. Gut, wen werden wir wohl verlieren? Es wird Verluste geben. Wie groß werden sie sein? Du bist nicht allein bei diesem Kampf. Das sollte dir Stärke geben. Danke, Liara. Gern geschehen. Das Einsatzteam ist drin, Stellung etabliert. Fünfte Flotte, Vorstoß. Und danach will ich an meinem Himmel kein Cerberus-Schiff mehr sehen. Shepard, ich sollte Sie bei dieser Mission begleiten. Warum? Das ist die Operationszentrale von Cerberus. Die Sicherheitsmaßnahmen werden massiv sein.
Meine Kenntnis der Cerberus-Algorithmen und die aktualisierten Protokolle dieses Körpers sind Ihre beste Chance auf Erfolg. Packen Sie Ihr Zeug! Na, da bin ich ja jetzt gespannt hier. Ich muss gerade schon wieder muten, weil schon wieder ging's los hier mit Rumgebohre. Das ist echt nicht mehr feierlich. Überhaupt nicht. Gut, Edi haben wir da. Wen haben wir denn? Wen könnten wir denn noch mitnehmen? Tali, Liara, Javik, James? James vielleicht? Oder Ashley? Ja, ich würde noch auf jeden Fall Liara mitnehmen. So, zwei Frauen, da sind wir stark. Gut, hier, was haben wir denn hier neu? Maschinenpistolen. Achso, die brauche ich ja sowieso nicht. Das andere ist alles soweit aufgerüstet, würde ich sagen. Gral Dornenwerfer haben wir sogar dabei. Unsere M3 Predator. Die Phasen 5. Die M92 Mantis. Na, das klingt doch super. So, Liara. Gucken wir mal auch bei denen, was wir hier vielleicht eventuell verbessern könnten. Zum Beispiel die hier, die hat mehr Feuergeschwindigkeit, weniger Schaden, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl, oder? Bisschen schwerer, bisschen weniger Kapazität, aber die Feuergeschwindigkeit ist viel größer, beziehungsweise was heißt viel größer, die muss ja dann auch noch mit Mods, da müssen sich ja auch noch Mods dazu gedacht werden. Bei der ist das Gewicht viel größer, die Kapazität ist viel kleiner, ne, die nicht. Oh, da ist das Gewicht größer, die Kapazität ist etwas kleiner, die Feuergeschwindigkeit ist größer, Schaden ist größer, Präzision ist größer. Die Bogenpistole, die sieht eigentlich echt interessant aus. Ich würde dir mal diese geben und diese dann noch modifizieren. Was können wir denn da Kapazität auf jeden Fall draufhauen. Ja, Kapazität hauen wir rein und dann geben wir noch etwas, das ist schon belegt. Etwas Schaden dazu oder Präzision? Ja, wir geben noch etwas Schaden dazu. Das ist natürlich nicht schlecht hier. Da hat sie eine richtig schöne Pistole. Und auch hier Maschinenpistolen geben wir ihr mal. Versuchen wir mal eine etwas bessere für sie zu finden. Da haben wir hier die M12 Locust. Die ist schwerer im Gewicht. Feuergeschwindigkeit ist kleiner. Schaden ist kleiner, aber die Präzision ist viel höher. Und ich würde sagen, bei einer Maschinenpistole sollte doch auch die Präzision sehr stark stimmen. Deshalb nehme ich jetzt mal die. Gewicht müssen wir nicht unbedingt reduzieren. Aber wir können zum Beispiel den Schaden, ja okay, die Kapazität. Die Präzision können wir noch weiter erhöhen, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Die Kapazität, ja dann erhöhen wir die Kapazität nochmal, so. Da, Liara hat jetzt eine gute Bewaffnung. Und dann schauen wir nochmal bei Edi. Das ist jetzt Edi, alles klar, schwere Pistolen. Was bekommt sie, die M-Eagle oder können wir ihr auch die Bogenpistole geben? Ja, ihr geben wir auch einfach die Bogenpistole, wenn wir die paar Mal haben. Dann erhöhen wir bei ihr auch den Schaden nochmal zusätzlich. Und vielleicht noch die Präzision, jawohl, da haben sie beide hier die gleiche Ausrüstung. Und Maschinenpistole würde ich auch hier die mit der größten Präzision wählen wollen. Auch hier wählen wir nochmal Präzision obendrauf und Kapazität, dann passt das. Sehr schön, bestätigen. So, wir haben 9 Punkte zu verteilen, das heißt im Prinzip, ich würde das setzen auf Kyromunition oder auf Adrenalinstoß. Weil ich ja sowieso immer die Brandmunition verwende. Ja, da verwende ich einfach mal Adrenalinstoß. Oder was macht denn der? Erhöht Schildstärke um 50%. Ja, das nehmen wir. So, zack. Und dann nehmen wir einfach mal noch 2 Punkte von Betäubungsschuss dazu, dass wir da mal einfach etwas machen könnten, falls wir den Bock haben. So, und bei Edi haben wir 19 Punkte zu vergeben. Da wählen wir mal die Verbrennung. Erhöht Schaden 8 Sekunden lang um zusätzliche 40%. Das Aufladetempo, okay, brauchen wir jetzt nicht. Verbrennung verursacht bei eingefrorenen Zielen 100% mehr Schaden. Wow,
erhöht den Schaden von Verbrennung gegen Panzerung um 50%. Ich würde sagen, nehmen wir lieber das untere, das ist sicher. Sicherer. Verteidigungsmatrix, die könnten wir auf jeden Fall nochmal erlernen, damit ein bisschen ja, mehr Verteidigung einfach ins Spiel kommt. Verringert erlittenen Schaden um 5%, wenn Panzerung abgeleitet wird. Achso, hier können wir schon gar nichts mehr. 2 Punkte, das reicht nicht mehr. Gut. Dann Liera, 6 Punkte. Singularität könnte sie perfektionieren. Erweitert sie um 10 Sekunden lang 35%. Oder lassen sie die Singularität am Ende ihrer Wirkzeit explodieren, damit in einem Radius von 5 Metern 3... Ja, das machen wir. Das klingt doch gut. Explodieren ist immer so eine schöne Geschichte. So, ja, dann wären wir soweit. Oh, da ist auch schon dieser Cerberus-Planet, dieser komische. Joker, wie ist unser Status? Eine Stellung ist etabliert, aber das heißt nicht viel, Commander. Die Startbuchten werden von Jägern bewacht. Könnt ihr uns reinbringen? Hey, ich habe uns nach Ilos gebracht. Ich schaff das schon. Könnte aber ein bisschen turbulent werden. Tun Sie Ihr Bestes. Shepard, ich bin bereit. Moment mal, was? Sind Sie verrückt? Sie können nicht ins Cerberus Hauptquartier marschieren. Sie haben vielleicht ein Virus oder einen Notschalter oder... Es wird schon gut gehen, Jeff. Gehen Sie zum Shuttle, Eli. Die 5. Flotte hat ihre Linien durchbrochen. Sie formieren sich neu. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ja, Konzentration, Joker. Tut mir leid. Sicher kein schönes Gefühl, Sie nicht begleiten zu können. Ja, es ist beschissen. Danke, dass Sie es erwähnen. Hey, Shepard. Passen Sie auf Sie auf. Und Sie auf sich. Oh, wow, wow. Die Cerberus-Basis versteckt. Oh, hier geht's aber ganz schön ab. Da müssen wir durch. Boah. Yes. Wir unterstützen uns. Ja, eine bessere Landung hätten sie wieder nicht hinkriegen können, sag ich mal. Ist alles okay? So. Zentrallabor finden. Ja, den Cerberus-Leuten heizen wir definitiv richtig ein. Na, komm schon. So. Ich sehe hier kaum was. So, einfach mal. Wow. Die spinnen doch. Um keine Jäger zu starten oder sonst was. Boah. So, ich sollte vielleicht mal meine Brandmunition reinhauen. So. Mal schauen, was das bringt. Vielleicht auch gar nichts. So. Da, jetzt haben wir die Energieanzeige des Atlas. So. Und noch eine. Ach, schade, mehr haben wir nicht. Ach, ja je, ja je. Wir müssen mit dem so zu Leibe rücken. Geht ja nicht anders. Haha. So. Wow. Da oben ist auch noch einer. Das ist so ein komischer. Den muss man erstmal kriegen. Nu, wo war denn jetzt hier? Wo kommt denn das her? Aha. Der ist erledigt da oben. Achilles-Protokoll, was? Cerberus will den Hangar entlüften. Können Sie das verhindern? Ich brauche eine aktive Konsole. Versuchen wir es auf der oberen Ebene. Gut, wir stolzieren auf jeden Fall mal hier nach oben. Da könnten wir ja etwas finden, was uns unserem Ding entspricht. Damit nicht die Entlüftung gestartet wird. Bloß nicht.
Edi, ich habe eine Konsole. Los! Hangarentlüftung deaktiviert. Können Sie den Hangar öffnen? Nein, allerdings, ich kann den Start Ihrer Jäger steuern. Shepard, Cerberus weiß, dass die Entlüftung fehlgeschlagen ist. Die schicken Verstärkung. Okay. Hätte mich ja gewundert, wenn sie keine Verstärkung geschickt hätten.